Ja, ganz herzlichen Dank. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Corona-Krise erfasst alle Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft. Und wir arbeiten konzentriert daran, dass wir uns hier bald wieder auch über andere drängende Fragen, denen wir parallel natürlich auch weiterarbeiten, wie Klimaschutz, Energiepolitik und auch die Digitalisierung in unserem Land, austauschen können. Dabei helfen uns erste verantwortungsvolle Schritte zurück zur Normalität. Und dazu haben wir gestern im Kabinett hier auch wichtige Entscheidungen getroffen. Sie haben es gehört, von Montag an können Einzelhändler aller Branchen in Nordrhein-Westfalen öffnen, wenn ihre reguläre Verkaufsfläche 800 Quadratmeter nicht überschreitet. Für diese Größenordnung haben wir uns im Gespräch mit der Bundesregierung, die zunächst für eine Grenze von 400 Quadratmetern, wie in Österreich plädiert hatte, erfolgreich eingesetzt. Denn nach der Bauordnung beginnt von 800 Quadratmetern an der großflächige Einzelhandel. Ohne diese Flächenbeschränkungen können Kfz-, Fahrrad- und Buchhändler ebenfalls wieder öffnen. Damit dürfen nach Berechnungen des IHI Retail Institut der Universität Köln Geschäfte öffnen, die für mehr als 80% unseres Einzelhandelsumsatzes stehen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Auf diese Weise sichern wir Existenzen und geben einer großen Gruppe von Händlerinnen und Händlern, wie ihren Kundinnen und Kunden, aber auch den Herstellern der Produkte, einen wichtigen Schritt zurück zur verantwortungsvollen Normalität, einen Weg aus der sie bedrängenden Krise. Außerdem haben wir gestern im Kabinett beschlossen, zusätzlich zu den bisherigen Regelungen auch Fachmärkten, wie zum Beispiel auch den Einrichtungshäusern und den Babyfachmärkten, oberhalb der Flächengrenze die Öffnung zu ermöglichen. Nur zur Klarstellung der Hinweis: Restaurants und Spieleinrichtungen in Möbelhäusern müssen natürlich weiter geschlossen bleiben. Das gilt für alle anderen, ja, in Fußgängerzonen oder Shoppingmalls ebenso. Für die Öffnung der Einrichtungshäuser haben wir in Nordrhein-Westfalen ganz besonders gute Gründe, denn die westfälische Möbelindustrie ist für uns von überragender Bedeutung für die mittelständische Wirtschaft. 62% aller in Deutschland verkauften Kücheneinrichtungen stammen etwa hier aus dieser Region. Um Arbeitsplätze entlang der ganzen Wertschöpfungskette zu erhalten, gehen wir einen eigenen nordrhein-westfälischen Weg zurück zur verantwortungsvollen Normalität. Im nächsten Schritt denken wir daran, wie benachbarte Bundesländer das für sich auch entschieden haben, auch in den verbliebenen 20% der Einzelhändler mit größeren Flächen eine Öffnung auf einer Fläche von 800 Quadratmetern zu ermöglichen. Wir wollen dazu zeitnah auch Entscheidungen treffen. Um die Wirtschaft wieder anzufahren, benötigen wir auch eine enge grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Dazu plant das Bundeswirtschaftsministerium mit anderen Bundesressorts und den Ländern eine Kontaktstelle Lieferkette. In Zusammenarbeit mit der Bundesregierung werden wir auch in Nordrhein-Westfalen eine solche Kontaktstelle entstehen lassen. Dazu tauschen wir uns seitens des Wirtschaftsministeriums derzeit mit der IHK NRW, Unternehmer NRW und dem Handwerk NRW aus und richten ab Montag ein Service-Postfach für Unternehmen ein, lieferketten@mwide.nrw.de. Sie sehen, wir unternehmen eine Menge, um die Wirtschaft verantwortungsvoll wieder anzufahren und gehen dabei auch entsprechend umsichtig vor. Für diesen Weg hat die Landesregierung gestern beim dritten Wirtschaftsgipfel von führenden Vertretern von Verbänden, Wirtschaft und Sozialpartnern viel Zustimmung erhalten. Wirtschaft und Gesellschaft, die Unternehmen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern brauchen eine Perspektive, damit wir uns gemeinsam Schritt für Schritt aus der Krise herausarbeiten. Wenn wir das gut machen, erarbeiten wir uns die Chance auf weitere Schritte der Öffnung im Mai und den folgenden Monaten. Dabei tun wir als Landesregierung gemeinsam mit dem Bund wirklich alles, um die Kleinbetriebe, die Freiberufler und Solo-Selbstständigen auf diesem Weg mitzunehmen.
Am Dienstag hatte ich Sie bereits über unsere Vorbereitung auf den Neustart der NRW-Soforthilfe informiert. In enger Zusammenarbeit mit den Bezirksregierungen Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln und Münster, mit den Finanzbehörden und dem landeseigenen Dienstleister IT-NRW haben wir das Antragsverfahren in den vergangenen Tagen angepasst, um Missbrauch der Soforthilfe wirksam zu begegnen. Dazu haben wir eine Sicherheitsschleife aktiviert, die im Verfahren bei uns bereits vorher angelegt war, und führen nun einen Plausibilitätscheck mit den Finanzbehörden bezogen auf die IBAN-Nummern durch. Dieser Check soll verhindern, dass die Soforthilfen über Fake-Seiten abgezweigt werden und auf fremde Konten fließen können. Die Seite, unsere Antragsseite, ist seit heute Mittag bereits wieder online. Gerne möchte ich hier die Gelegenheit noch einmal nutzen, Ihnen die korrekte Adresse zu nennen, unter der Sie das Antragsformular finden. Diese Seite lautet www.soforthilfe-corona.nrw.de. An die Kleinunternehmer, Freiberufler und Soloselbstständigen möchte ich an dieser Stelle appellieren. Bitte nutzen Sie ausschließlich nur diese Seite, denn das ist die sichere Zugangsseite zu unserem elektronischen Antragsformular. Und noch etwas ist mir wichtig. Es bleibt für uns weiterhin bei einem von Anfang bis Ende durchgängigen digitalen Antragsverfahren. Denn neben der Sicherheit hat die Geschwindigkeit weiterhin für uns höchste Priorität, wenn wir den Mittelstand, den kleinen Firmen in unserem Land gut durch diese Krisenwochen helfen wollen. Wichtigste Verbesserung im Verfahren ist die Vorgabe, dass Antragsteller künftig nur die Kontonummern bitte angeben mögen, die auch dem zuständigen Finanzamt bereits bekannt sind. Die Angaben zu IBAN werden nun routinemäßig in Zweifelsfällen mit den Finanzbehörden abgeglichen, damit sichergestellt ist, dass das Geld auch wirklich auf das richtige Konto fließt.